So, das ist jetzt das Letzte. Hinter jeder Spur steckt eine Geschichte. Okay. Im Namen des Herrn befehle ich euch, verschwindet von diesem Ort! Ihr habt mir nichts zu befehlen, Geistlicher. Wer seid ihr, Geist? Zeigt euch! Gut, wenn ihr so höflich fragt. Stimmt. Wer seid ihr? Was ist Lachen? Ich bin alles, vor dem ihr euch je gefürchtet habt. Okay, also du bist eine Frau. Huch, habe ich das laut gesagt? Mit euch. Ihr habt keine Hülle, keine Ketten, keinen Daseinszweck. Nein, aber ihr auch nicht. Na, die ist ja nett. Machst du uns die Robbe? Huch, ich glaube, die hat ihn umgebracht. Verdammt. Dieses Ding, dem er gegenüber trat. Was war das? Wir haben einen Tipp erhalten. Moment. Über Charles. Im Angesicht der schrecklichen Wesen, das New Eden bedroht, versagt er Alan Danforths Herz. Charles wollte den Geist manifestieren, aber versagte. Okay. Das ist ungewollt. Captain Knatterfurz und ich sind einfach todernste Menschen. Charles Beeble. Charles Beeble, ach, das ist kein Name. Ach so. Charles Beeble, die halb vergraben im Schlamm des Friedhofs gefunden wurde. Sie wird bei Hiob 7, 13 bis 15 aufgeschlagen. Wenn ich sage, mein Bett wird mich trösten, meine Couch wird meine Beschwerden lindern, ja, das finde ich auch, eine Couch ist toll, dann erschreckst du mich mit Träumen und ängstigst mich durch Visionen, sodass meine Seele lieber den Würgegriff und den Tod wählt als mein Leben. Diese Kette wird von der Essenz von Charles Geist übergossen. Nach einem von Anthea durchgeführten Abschluss wird der Band zwischen dem Geist und der Welt endgültig durchtrennt. So, so. Die Kette, die seinen Geist bindet. Damit kann ich ihn erscheinen lassen. Wollen wir das? Zurück zu seinem Grab. Wollen wir das? Ich weiß ja nicht. Also auf den Job, Geister bannen, da hätte ich ja gar keinen Bock. Okay. Ich glaube, wir müssen das hier machen, ne? Ein Geist oder ein Schemen zum Erscheinen zwingen, ist, glaube ich, das Sinnvollste. Machen wir. Für alte Freunde wie uns wäre nun eine gute Zeit für ein Gespräch. Red und ich, wir sind schon zu weit gekommen, um dich nicht noch ein letztes Mal zu sehen. Deine Schülerin ist zur Meisterin geworden. Wenn wir kämpfen, werde ich dich besiegen. Komm schon, Charles. Komm zu mir. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Du kennst mich, Geist. Ich möchte nur reden. Esther macht sich Sorgen. Anthea,
Nein, nicht wirklich. Wir haben gerade einen Geist wiederbelebt. Das passt schon. Was geht hier vor? Unglücklicherweise, gute Freundin, habe ich einen Fehler gemacht. Ach ja, Dan, falls du Bock hast, wir planen demnächst, also Herr Grau und ich, kennst du noch You Don't Know Jack? Das gibt's als Spiel, da kannst du, das ist sozusagen eine neuere Version davon. Kann man mit bis zu 8 Leuten spielen und der Chat kann auch mitspielen auf Twitch. Kennt ihr den Ursprung des Fluchs? Kennt ihr den Ursprung des Fluchs? Ich weiß nicht, was ihn ausgelöst hat. Und auch nicht, wann dies geschah. Sicherlich vor vielen Monaten. Aber eines weiß ich. Dieser Albtraum hat New Eden aus einem bestimmten Grund gewählt. Das ist ja schön. Kennst du den Grund auch? Ein Geist. Aber dieser ist anders. Unerbittlich. Sehr schlau. Um ein Vielfaches grausamer als Schemen. Und genauso erbarmungslos. Es hört sich nach, wir gehen an. Warum habt ihr nicht auf unsere Hilfe gewartet? Die Bedrohung nahm zu. Die Verzweiflung wuchs. Es gab so viele Tote an dir. So viel krankes Fleisch. Dann sage ich Bescheid auf jeden Fall, wenn wir das machen. Wir haben noch keinen fixen Termin, aber dann sage ich Bescheid. Es blieb keine Zeit. Werde ich Lücki auch noch Bescheid sagen. Bevor ihr gestorben seid, habt ihr den Fluch untersucht. Was habt ihr erfahren? Dass unser Feind trügerisch und gnadenlos ist. Dass wir seine Macht nicht unterschätzen sollten. Wir? Ich bin tot, liebste Anthea. Aber ich bin immer noch ein Verbanner. Mhm. Ich kann euch immer noch lehren. Aha. Falls ich es euch erlaube, was ich nicht tue. Anthea. Wiederholt nicht meine Fehler. Wenn New Eden von einem Albtraum heimgesucht wird, werde ich mal morgen mit Herrn Grau drüber sprechen. Wird es ja morgen wieder Podcast-Aufnahme. Stärksten im Haupthaus. Vielleicht zwang ihn dort das Licht Gottes, sich zu wehren. Ich ließ das Gebäude schließen. Der schlimmste Teil des Bösen ist eingedämmt. Aber es wird nicht lange dort eingeschlossen bleiben. Sind Albträume nicht ein Mythos? Ich hielt Albträume für einen Mythos. Ein Albtraum ist der seltenste aller Geister. Ein mächtiger, heimtückischer Geist, geboren aus einer schrecklichen Tragödie. Wie kann ich ihn vertreiben? Die Texte liefern kaum einen Rat. Das Wenige, was dort steht, besagt, dass er überhaupt nicht verbannt werden kann. Okay. Wenn es ein Geist ist, kann er verbannt werden. Ihr habt euch Notizen gemacht, nehme ich an. Wo kann ich sie finden? Sie... sind verschwunden. In den Tagen vor meinem Tod. Vielleicht habe ich sie verlegt. Oder jemand hat sie versteckt. Für mich wäre. Wenn ihr sie findet, lest sie sorgfältig. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Etwas Wichtiges. Wir werden ihn verbannen, Red und ich. Der Tod unseres guten Freundes wird nicht ungesühnt bleiben. Werde ich morgen tun. Dieser Mann. Zu wütend, frag ihn, auf seinen Trampolin. Okay, ja, ich frag ihn. Um zerstört zu werden. Euer Tod. Seltsame Frage. Schmerzt uns sehr. Das weiß ich. Ich für meinen Teil bin froh, euch ein letztes Mal gesehen zu haben. Und dass ich Gelegenheit hatte, euch zu warnen. Okay. Wie hat dieser Albtraum euch getötet? Ich dachte, ich könnte ihn auf dem Friedhof dazu bringen, sich zu manifestieren. Anfangs funktionierte es ja. Jetzt denke ich jedoch, dass er aus freien Stücken kam. Er schien amüsiert. Als wolle er spielerisch meine Entschlossenheit prüfen. Ja, mache ich. Und wie äußert sich seine Bösartigkeit? Wie manifestiert sich seine Niedertracht? Sie vergiftet die Seele und macht den Körper krank. Sie lockt Schemen an und wühlt die Elemente auf. Sie verseucht den Schlaf mit Albträumen. Eine Zeit lang zerfetzten die Schreie, angsterfüllt erwacht er die Nacht. Als er mir erschien, sah ich nicht sein wahres Gesicht. Aber ich hörte ein... Sie
lacht. Ich spürte ihren Blick. Mein Herz erstarrt. Ich starr. Dieser Geist ist pure Rache. Der Geist von jemandem, dem furchtbares Unrecht widerfuhr. Ich habe eure Warnung vernommen. Ihr könnt gehen. Nein, ich muss bleiben. Hester braucht meinen Schutz. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, du bist ein Geist. Und dass ich das nicht zulasse. Nee, das geht nicht. Immer noch ich selbst, Antea. Ich werde stärker werden. Ich kann euch helfen. Nein, nein. Euer Hunger wächst, je länger ihr es daheim sucht. Das wisst ihr. In diesem Fall nicht. Ich bin Reverend Charles Davenport, euer Freund und Mentor. Und du bist ein Geist. Ihr wisst, ich bin ein guter Mensch. Ich kannte euch. Ihr wart ein guter Mensch. Jetzt seid ihr ein Geist, und das werde ich nicht dulden. Und ich schwöre, der Albtraum wird ein Ende haben. Und Red und ich werden es herbeiführen. Charles Davenport war ein guter Mann und ein ausgezeichneter Mentor. Und ihr eine gute Schülerin, obwohl ihr sehr streng mit euch selbst wart. Das konnte ich euch nie austreiben. Hat das Leben euch seitdem besänftigt? Das Leben hat mich gestählt. Der Tod und wie er euch ereilte, machten euch zu etwas, wogegen ihr euch einst aufgelehnt habt. Lebt wohl, Charles. Friede eurer Seele. Gedenken sei euch. Antea, warte. Warten? Worauf? Wir sind Verbanner. Tod den Toten. Lass Esther selbst entscheiden. Keine gute Idee. Oh Herr, bitte verlang das nicht von mir. Keine gute Idee. Meine gute, allerliebste Frau. Ich vermisse dich so sehr. Oh, lieber Gott, Charles, warum bist du hier? Warum bist du zurückgekommen? Du musst gehen. Bitte. Ich muss bleiben und dich beschützen. Das Wesen im Haupthaus labt sich an unserer Qual. Ich hätte es besser wissen müssen. Aber nun weiß ich es. Antea, gib Charlie den Aufstieg, den er verdient. Charles Davenport. Ihr habt keinen Grund zu bleiben. Geht. Lasst Esther in Frieden trauern. Rettet sie, meine Freunde. Und rettet euch selbst. Rettet sie alle. Auf jeden Fall wird das ein spannender Gegner. Ich bringe Esther nach Hause. Ich werde es tun. Die Frauen können plaudern. Dann gehe ich ins Schulhaus und mach das Bett. Charles, willst doch keine Schweinereien machen hier, Bursche. Thea gab ihm die Zuwendung, die er brauchte. Mein Charles, was glaubt ihr, wo er jetzt ist? Er ist... Ich weiß es nicht. Eine ehrliche Antwort, würde ich sagen. Die Wärme seiner Hände. Ja, was denn, Captain? Wenn er sagt, er macht das Bett? Wenn ich meine Augen schließe, steht er vor mir. Er ist an einem Ort, wo die Sonnenstrahlen den Schnee vertreiben. Dort ist es warm und es gibt frische Milch. Frische Milch. Die sind gewaschen. Nee, ist klar. Gebügelt und gefaltet. Nichts kann je Unruhe stiften. Wie viel Lack muss man eigentlich saufen für so eine Ansicht? Und du hast es verdient, dich auszuruhen. Ich bin nur Realist, Captain Knatterfurz, nur Realist. Du bist selbst ein Kerl, also red nicht so, als
wenn du das nicht wüsstest. Das war nur ein Euphemismus. Oder so. Es tut mir leid. Ich werde ihn vermissen. So sehr. Morgen werden wir den Fluch weiter untersuchen. Erstmal wird gepoppt. Ihr beide. Wir brauchen euch. So, kann ich jetzt hier durch? Kann ich. So, und wo muss ich jetzt hin? Ich muss in die Richtung. Da haben wir alles untersucht. Wo ist ja jetzt hier die Scheißtüre? Alter. Wo ist hier die Scheißtüre? Lass mich hier raus. Da. Hämmert da wer? Hör mal, wer da hämmert. So, gleich sind wir beim Gasthaus. Dann haben wir ein bisschen Spaß, das letzte Mal sozusagen. Was stehst du hier rum? Guten Tag, Herr. Ihr seid eine von Haskells Verbannern, nehme ich an. Yep. Antea Duarte. Und auf Red McGrace trefft ihr hier möglicherweise auch noch. Hugh Batchelor. Der Gouverneur ließ mich das Schulhaus für euch herrichten. Das ist ja nett. Es ist nicht mehr in Gebrauch. Wäre das alles? Über den Fluch, weißt du da was? Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? New Eden wird von Gott geprüft. Bessere Tage liegen vor uns, wenn seine Diener demütig und treu bleiben. Mhm. Ich spüre irgendwie Missbilligung. Höre ich da einen Hauch von Missfallen, Mr. Bachelor? Ich hatte auf ein freundlicheres Willkommen gehofft. Oh, ich zweifle nicht an Ihrer Ehrlichkeit und nicht an Ihrem Willen, den Teufel zu bekämpfen. Aber wir haben um Erlösung gebeten. Und was soll das heißen? Und, Madame, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, ihr seid kein Engel. Das weißt du doch nicht. Habt ihr schlechte Träume, Mr. Bachelor? Davon wollt ihr nichts hören. Oder? In meinem Schlaf schänden singende Dämonen unser kostbares Haupthaus und brennen es nieder. Ja und? Zwei arme Seelen sind darin gefangen. Ein Mann und eine Frau, die Versprechen und Flüche in fremden Sprachen schreien. Ich schrecke auf und eile zum Fenster. Erleichtert stelle ich dann fest, dass das Haupthaus noch steht. Wusstet ihr, dass Reverend Davenport glaubte, im Haupthaus Spuke ist? Ja. Leider beendete der verstorbene Pastor die Gottesdienste und schloss das Haupthaus. Kein Wunder, dass wir uns jetzt in dieser Lage befinden. Aha. Und was glaubt ihr, sitzt im Haupthaus? Miss, wenn der Teufel in unserem Haupthaus sitzt, dann haben wohl wir es als die Bewohner von New Eden versäumt, sein Werk zu verleugnen. Wo sind die Kinder? Einige starben an Fieber. Wir sahen das Unheil kommen. Wir dachten, wir müssten sie alle begraben. Wir haben die Kinder in Sicherheit gebracht. Wir haben sie weggeschickt. Das war bestimmt nicht einfach. Weder damals noch heute. Nein. Nein, das ist es nicht. Na gut, auf Wiedersehen. Lebt wohl, Mr. Bachelor. Und wünscht uns Glück. Ich werde euch kein Glück wünschen. Ich wünsche euch Erlösung. Ja, genau. Trifft Red im Schlaf, im Schul, ach, nicht mal im Schlafzimmer. Hallo? Könntest du da mal Platz nehmen? Lady?